reges Treiben, viele Bedienstete, ein paar unangenehme Gerüche, teilweise Krankheiten und große gesellschaftliche Jagden. So sah das Leben auf der Schallaburg früher aus. Eine historische Persönlichkeit, die Zeit auf der Burg verbrachte, war zum Beispiel der herrschaftliche Jäger. Er war für die Jagdleitung und für die Organisation von Gesellschaftsjagden verantwortlich und nimmt uns heute mit auf eine Zeitreise durch das gesamte Schloss. Ich stelle den herrschaftlichen Jäger dar. Und das ist eine Figur, die es sicher in jeder größeren Burg, gar einem Renaissance-Schloss vom Kaliber der Schallaburg, gegeben hat. Weil die Jagd, wie schon gesagt, eine ganz spezielle gesellschaftliche Rolle im adeligen Selbstverständnis jener Zeiten eingenommen hat. Jeden Donnerstagabend, wenn der Schlossherr außer Haus ist, führen der herrschaftliche Jäger und seine Kameraden Besucherinnen durch die Schallaburg und geben ihnen Einblicke in ihr Leben auf der Burg. Es hat einen Schließerin gegeben, es hat Heizer gegeben, es hat Lampenanzünder gegeben, und Kammerdiener natürlich, Köche, Bedienstete, Zimmermädchen mit Zofen etc. Also es war eigentlich ein riesiger Wirtschaftskomplex, und natürlich bis 1848 hatte die Grundherrschaft existiert. Da gab es das damit verknüpfte Personal natürlich ebenfalls noch. Und Xandl treffen jetzt als Spielmann. Er kann uns einiges über das Thema Musik erzählen und wie es früher den Musikern hier gegangen ist. Ja, der hat natürlich auf der Burg eine relativ sichere Anstellung gehabt. Dem ist es sicher nicht so schlecht gegangen. Den mittelalterlichen Spielleuten davor, für die war es nicht so leicht, weil der Spielmann, das war eigentlich ein Geächteter oder zumindest ein Unehrlicher, sagen wir so, und unehrlich hat nicht bedeutet, dass die gelogen hätten, sondern sie waren halt ohne Ehre. Das heißt, sie waren eigentlich vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Das war fahrendes Volk, mit denen wollte man nichts zu tun haben. Die waren vogelfrei, mehr oder weniger, aber trotzdem hat man sie natürlich gebraucht, und somit sind sie auch auf die Burg gekommen, um da zu musizieren. Und wie gesagt, der renaissancezeitliche Spielmann, dem ist es dann schon ein bisschen besser gegangen. So wie der herrschaftliche Jäger und der Musiker lebten und arbeiteten viele Menschen in den Burgen Europas. Mit den abendlichen Führungen kann man sich in der Schallaburg noch bis Ende August jeden Donnerstag auf eine Zeitreise begeben, und das mit den historischen Persönlichkeiten höchstpersönlich.